herzlich willkommen zu meiner Show. Hallo, da sind wir wieder bei 1, 2, 3, oberkörperfrei. Heute Samstagabend, Tipico Topspiel. Der FC Bayern München zu Hause empfängt die Arminia aus Bielefeld. So, dann sagen wir mal, 3 Punkte müssten drin sein. Das haben wir gegen Augsburg auch gesagt. Dann haben wir uns gegen Kiew auch schwer getan. Aber die Dortmunder haben heute leider 3-1 gegen Wolfsburg gewonnen, sind also 2 Punkte vor uns. So, wenn das Spiel beginnt, ist es nur noch ein Punkt. Und ich hoffe mal, die Bayern gewinnen, dann sind wir wieder einen Punkt vor. Weil nächste Woche ist ja El Clasico BVB gegen die Bayern. Aber heute erst einmal die Partie gegen Bielefeld. Schwer zu spielen, weil im Moment keiner mehr nach München kommt, der Angst hat. Ne? Aber jetzt durch Corona sind jetzt auch wieder welche aus der Quarantäne zurück. Ich kenne die Aufstellung zwar noch nicht, aber ich glaube, dass die Bayern heute mit voller Kapelle spielen werden, außer Josh Kimmich, der natürlich Corona hat. Und wir haben zwar 5 Ausfälle, die ich behaupten werde oder will, nicht so gravierend sind, wie es jetzt gegen Augsburg war. Ja. Aber es wird schwer. Wir müssen den Kampf annehmen. Wir spielen zu Hause. Wir müssen denen zeigen, dass das ein Heimspiel ist in unserem geliebten roten Wohnzimmer, hier in der Allianz Arena. Und mein Tipp wird sein, ein 4:0, hoffentlich, oder sogar noch mehr, ein Topspiel der Bayern, das wir mit der Zunge schnalzen können. Hoffe ich mal sehr jetzt, weil jetzt wird es eng. Es wäre gut, wenn wir mit einem Punkt ins Klassiko gehen, anstatt mit 2 Punkten zurück. Ne? Dann haben wir es auch in eigener Hand, dann würden wir gewinnen und dann wären wir, ne? Aber hätte Fahrradkette. Mein Tipp, wie gesagt, mit Reisdorf und mit mir, mit dem Michael, ist ein 4:0 gegen die Arminia aus Bielefeld. Und jetzt schalten wir hin zur Aufstellung. Hier ist die Mannschaftsaufstellung des deutschen Rekordmeisters, des FC Bayern München im Tor. Der weltbeste Torhüter Manuel Neuer. Die 2 Innenverteidiger Hernandez, Upamecano. Über links Fonzi, Roadrunner, Davis. Über rechts Benjamin Pavard. Die Doppel-6, Goretzka und Coco Tolisso. Dann vorne natürlich auf der 10 unser Thomas Müller. Dann über rechts Kingsley Coman, über links Leroy Sané und vorne der weltbeste Stürmer Robert Lewandowski. Auf geht's, Bayern! Also eine gute Aufstellung. Natürlich fehlt jetzt ja der Josch noch, der Doppel-6. Das wäre natürlich super gewesen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass er am Samstag im El Clasico dabei ist. Ich weiß es nicht, wie das mit dem Corona jetzt ist, ob das dann schon 14 Tage rum ist oder ob er sich... Ja, keine Ahnung, wie das geht. Ne? So, ich habe gesehen, Haaland ist auch wieder dabei. Dann, ich bin davon ausgegangen, dass er am Samstag nicht dabei ist beim El Clasico, aber er hat heute auch schon, glaube ich, in der 73. Minute ist er eingewechselt worden und hat ein Tor gemacht. Ne? Aber ist auch gut, dass wir dann gegen die beste Dortmunder Mannschaft spielen können, wenn sie alle wieder fit sind. Und das wird ein tolles Spiel. Aber heute erstmal schauen wir erstmal, was zur Halbzeit 1 passiert. Ich hoffe mal, dass da schon viele Tore fallen werden, dass wir beruhigt in die Halbzeit gehen können und nicht ein Zitterspiel sehen werden oder sogar verlieren. Dann wäre es mit dem El Clasico am Samstag blöd. Wenn man jetzt schon mal einen Punkt vor hätte, wäre es super. Aber wir schauen jetzt mal, was passiert in Halbzeit 1. Los geht's! Auf geht's, die Bayern stoßen an. Wir brauchen die 3 Punkte, Jungs. Und gebt mal Vollgas. Und zwar nur ein paar Zuschauer da, jetzt 2G-Plus-Regel. Aber los geht's. Wie erwartet, gerade auf der Linksverteidigerposition. So, kommt Jungs, wir brauchen 3 Punkte, egal wie. Und am besten wäre mal richtig vor dem El Clasico, da die Dortmunder sehen. Hier, Zauberfußball von einem anderen Stern. 4-5 Tore. Upamecano in Kiew gesperrt, nicht mit dabei. Der Rasen ist super, alles ist super. Nur ein bisschen kalt, aber wenn es kalt ist, dann bewegt euch. Da sehen Sie das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Sané etwas weiter eingerückt. Davis gehört die... Boah, Leute, sprecht miteinander, sonst in der Abwehr. Los, Fonzi. Alles. Ja.
der Innenverteidigerposition. Ja, den Mann. Na, du neuer Tor. Upamecano. Versuchen wir da rein. Upamecano. Fabian Klaus, das ist so eine ähnliche Gerichtsklasse. Oh, hi. Komm, Leroy. Hi, Ed. Danny. Toleso. Cedric Brunner. Er und Davis werden sich ein bisschen häufiger begegnen. Mann, ey. Und 90 Minuten. Ich will ja nicht alle wach, ey. Idealerweise für beide. Dürfen wir ja so wenig schreien, ey. Corona-Scheiße, echt, ey, absolut, ey. Schon am Dienstag meine Booster-Impfung schon, ey, und manche anderen haben sich noch ja nicht geimpft. Ja, ich kann mir vorstellen, ey. Und jetzt gibt es noch ein Afrika-Virus mutiert, der jetzt hier hinkommt. Junge, Junge, die spielen alle mit ihrem Leben, ey. Wie gesagt, früher hat auch keiner gefragt, was in der Kinderimpfung drin ist und so was. Dann war mal froh, dass das Kind geholfen kriegt. Hin zum Ball, Toliso! Kramer, da sind wir da, da sind Mann, wir da. Ey. Nicht da spielen, ich will hier raus. Mann, ey. Ich bin verrückt, echt, ey. Oh ja, was ist mit dem Goretzka im Moment los? Was ist mit dem Goretzka im Moment los, ey? Da ist Okugawa, da ist Weber. Das ist ein gutes Zuspiel. Ja, ja. Also, der ist jetzt als erstes Anzeichen. Nach knapp 3 Minuten. Das haben wir ja wieder verstanden. Der Front sich auch noch weht, um einfach das zu Null zu verteidigen. So lange und so gut wie es geht. Was gucken die denn da mal, die Bayern drauf? Sie sind schon wieder am iPad, direkt an der Fehleranalyse. Bruna. Oh. Okugawa. Missverständnis. Masanga Okugawa. Ja, dran gewesen gehabt, die Abseits hier. Ausgeliehen aus... Was heißt ausgeliehen? Also mal ein halbes Jahr lang ausgeliehen und ist im Sommer fest verpflichtet worden aus Salzburg. Mensch, Goretzka, was ist denn los, ey? Ja, es gefällt mir im Moment ja nicht, ey. Ob das daran liegt, dass der Kimmich nicht an seiner Seite ist und dem Sicherheit gibt irgendwie. Torschütze. Schwierig. Ja, ja, ja. Upamecano. Sané. Oh, Thomas. Was hat der denn im Gesicht? Wilmer setzt sich durch. Hey, auf da! Wir spielen gegen Bielefeld, Leute. Wilmer. Junge, Junge, Junge. Schwach, schwach verteidigt. Also ein bisschen die Traute gefällt bei Patrick Wilmer. Bielefeld macht das Spiel in München. Müsste mal weg tun. Ich will, das so wird ja nächste Woche gegen Dortmund. Wei. Sehe ich schon schwarz, ey. Bruna. Hoch auf Schluss. Immer eine gute Idee. Abgebrochen. Junge, hat der den nicht gut. Der Bruno Kugawa trifft den Ball nicht richtig und steht zudem im Abseits. Da haben wir noch Glück, ey. Der Haaland hätte ihn reingemacht. Auf da! Aber. Der Goretzka gefällt mir nicht. Der Goretzka gefällt nicht, oder? Ein weiterer Einwurf in Richtung Klos, den zweiten Ball kriegt er auch und dann steht Okugawa im Abseits. Junge, 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 Junge. Was ist denn los mit dem Goretzka, ey? Phase von der Media Bielefeld-Lotter.
Ja, absolut. Zwei, drei gute Möglichkeiten nach vorne zu kommen, weil sie es zielstrebig machen, gerade wie die spielen, schnörkellos. Und deswegen war Bayern zwei, drei Mal schon ja, in arger Bedrängnis. Davis, Müller, Lewandowski, Butterweich auf Coman, dann hoch auf Müller, der Chip. Oh. Und dann gerade auf der Linie. Haben wir doch wieder. Coman. Hoch da, Mensch! Ein bisschen von uns von Nilsson. Lewandowski kommt nicht hin. Gut, Thomas. Gut, Müller. Besser gewesen. Oh, ja, das hat Kramer gesagt. Es braucht viel Optimismus. Boah, schade. Es braucht eine gute Chancenverwertung. Es braucht Mut und einen guten Torhüter. Komm, Thomas, die gute Flanke rein jetzt. Und selbst das ist eine Garantie für nichts in München. Gegen die Bayern. Komm, Thomas. Jetzt hier. Nein. Geh mal raus. Guck mal hier, Franzi, der steht da hier ganz links. Jawohl. Guter Pass. Ah, Robert. Bring ihn doch direkt rein. Lewandowski auf Coman, Müller macht's gut. Und dann Andrade. Hätte auch gepasst. Liga auf der Linie, knapp davor. Hätte auch gepasst. Martina kam 2020. Oh, der ist auch mutig, der. Tor auf dem Bielefeld. 3 Jahre bei den Löwen gespielt. Neben dieser Stadt. Ortega. Hol runter, Fonzi. Jawohl. Wir spielen noch rechts raus. Der Bayern wieder, ey, Rückwärtsgang, ey. Das ist nicht normal. Ich bin nicht optimal. Wimmer ist pissig. Wimmer letzte Woche mit der Maske ein bisschen Probleme gehabt. Eingeschränktes Sichtfeld, hat sich jetzt für so ein geklebtes Modell entschieden. Das scheint besser zu gehen. Also Thema eingeschränktes Sichtfeld ist nicht daran gehindert, noch ein Tor vorzubereiten gegen Vorbereitung. Oh, spielen. Jetzt mach mal breit. Guck mal, ihr macht hier ein Viereck auf, die Abwehr mit. Jetzt mach mal was, ey. Lewandowski, Davis. Nur der Rasen schon aussieht nach 10 Minuten. Dann hinten mit dem Dreieraufbau. Dann hat es Super Meccano Pavard. Vorne stehen dann 4, teilweise 5 Mann auf einer Linie. Sané! Der Hein hätte oben links in die Ecke reingeknallt jetzt. Mensch, hast du einen linken Fuß? Muss doch nicht auf die kurze Ecke schießen, sondern auf die lange Ecke. Guck mal, der steht wie weit? Der steht 3,5 Meter aus dem Tor. Da musst du doch über...
Sané. Los in dem eigenen 16er. Coman. Und Mugawa. Coman bleibt scharf. Upamecano. Ach, zu weit. Übrigens auch mal zusammengearbeitet. Da war Frank Kramer für zwei Spiele Interimstrainer bei der TSG Hoffenheim. Und Nagelsmann als U17-Trainer von Hoffenheim sein Co-Trainer. Spielen doch hier! Was für Fonds sie denn? Ja, und die stehen da mit, keine Ahnung wie viel. Aber muss man da, das muss man doch wissen, da muss man doch vorher, muss man das sagen. Das weiß doch jeder. Mensch, wenn die da mit, Viererkette und davor nochmal mit vier Mann stehen oder mit fünf. Dann muss man eben nochmal sagen, Mensch Leute, macht sich immer durch die Mitte. Macht das über die Außen. Die Mannschaften verändert haben und auch das Spiel verändert. Aber das zu gucken, ja, der Papa fällt immer nur mit Fouls auf. Ja, ist ja ganz klar, ist faul. Schnack da hinten rum, ey. Da ist er. Das wird ja wieder was werden, ey. Das ist so. Ich hab schon gedacht, 4-0 für die Bayern. 4-0 für die Bayern, dass die jetzt hier sauer sind und Vollgas geben. Tun sich in Bielefeld schwer, ey. Meine Güte. Keine richtige Torschance, so richtig 100%. Ja gut, der Müller jetzt. Ja, das ist er nicht. Ja gut. Und zwei Stücke nach 15 Minuten ist okay. Aber die Torschance verliert und da ist immer so. Na warte. Und 2-0 würde auch reichen, ne? Aber. Wow. Aber musst du jetzt in Dortmund dann so Angst machen, dass die da schon nächste Woche. Lautstark. Einige hundert sind hier. Ey, nimm mal das Schild in der Hand. Davis. Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Die Chancenverwertung ist so schlecht, ey. Da steht doch ein vom Torwart. Jonathan. Ja. Von Alfonso Davis. Guten Torhüter wird es bauen. Kommen Sie doch nicht im Arzt jetzt. Guten Torhüter gibt's. Gut, von Sie. Ich will keine Reklame. Macht das Bild jetzt wieder groß, ey. Samsung. Solisso,
Gruß aus der Küche von Alessandro Schöpf. Hä? Haben wir so frei von zu Schalke gekommen? Das mit dem Klein-Klein ist nichts. Schalke 8 Stück bekommen. Nein, das passiert heute nicht. Die 8-0, die werden die Bayern. Müller. Papa, geh doch wieder zurück. Mensch. Müller, extrem viel am Flügel unterwegs heute. Mann, ey, bringe doch rein. Deswegen sucht Thomas Müller den Weg über außen, auch verlegt sich immer wieder in die Mitte, lässt sich dort noch auf der anderen Seite in die Mitte fallen. Jetzt ist nochmal durch, genau so muss das sein, ne? Über die Außen bis zur Grundlinie und dann reinflanken. Weiter, genau. Der Bayern, nur Bielefeld macht es auch gut, steht sehr eng und lässt sehr wenig zu. Bisher aktiv bei Bayern, auch nicht nur wegen der Chance auf Alfonso Davies, der immer wieder versucht, mit seiner Geschwindigkeit über die linke Seite für Raum zu sorgen. Und es gelingt Arminia Bielefeld, Lewandowski weitestgehend aus dem Spiel zu halten. Ja, das hast du ja nicht gesehen. Der muss sich noch ein bisschen mehr bewegen. Ja, Haaland. 73. Minute drin, ist der 8 Minuten drin, macht das Tor. Ach, der wollte nicht lang. Der Dings ist schon 17 Minuten auf dem Platz. Davies gegen zwei Mann. Davies. Gut, Hernandez, gut. So, jetzt. Hernandez gegen Wimmer. 25 Minuten. Jetzt gucken wir mal, ob wir mal 1-2-0 führen jetzt. Ja, der ganz wesentliche Lehre für Nagelsmann und die Bayern. Der Fokus wieder mehr dann auch aufs Gegenpressing. Arbeit gegen den Ball zu verlegen. Den Tor in Augsburg. Jetzt komm, macht mal was, Jungs. In Kiew zu einfach. Noch 3-4 Chancen zu leicht hergegeben. Ja, genau. Bewege ich das mal. So, da hatte das in seiner Analyse. Da war hier wieder nach hinten, ey. Sechs etwas hölzernen Minuten, die Bayern jetzt. Zu Lepsch. Goretzka, mach hin, ey. Mann, ey. Und jetzt schneller. Guck mal, der Ding steht eben ganz frei. Und Bielefeld hat gar keine andere Möglichkeit, als das eigene Tor zu verteidigen. Gut. Mit jedem. Und die Münchner versuchen. Hätte jetzt mal einen Haken schlagen müssen, Mensch. Da hat er da nicht einmal den Haken geschlagen, wie er sonst auch gemacht. Norden verlagern mit Tempo. Mit Davies vor allen Dingen. Die Wahl, da ist noch 20 Minuten. 0-0. Hernandez. Sané. Und jetzt. Ja, entscheidet euch nicht einig, wer da schießen soll. Nein, Mann. Lass mich. Wieder mit Tempo gespielt, auch schnell und direkt gespielt am Gerade. Jetzt haben wir noch 25 Minuten, jetzt macht mal Tor rein, ey. Dann zweite und dann dritte und dann ist es zur Halbzeit Ruhe. Sorry. Oh! Den habe ich schon drin gesehen. Auf den Weg raus.
Boah, den habe ich schon drin gesehen, ey. Shit. Steht Mitte der eigenen Hälfte. Und genau solche Bälle auf diese Art und Weise abzufangen. Den habe ich schon drin gesehen, ey. Und genau das, was wir in der Lage sind, vor dem Spiel gesagt haben, dass wir viel lange Bälle. Boah, die trifft ja mal nicht richtig mit dem Schienbein. Aber schon Konter gewesen, als die ganze Zeit. Die haben ja auch schon alle drin gesehen. Das war die Woche. Davis. Ecke. Jetzt macht man rein, ey. Wir müssen unbedingt gewinnen, egal wie. Und nächste Woche da. Ja. Oh, fällt aber keinem der Ball vor die Füße, wenn man sagen kann. Wir machen rein. Also 0-0 zur Halbzeit wäre voll grauenvoll. Also das darf nicht sein, Spiel gegen Bielefeld. Die sind unten, ey. Augsburg war auch unten, ey. Was machen wir denn, wenn die großen Mannschaften oben kommen? Ja, Faustball. So, was war es? Ja, das. Naja, da kommt er nichts dafür. Hat er nicht extra gemacht. Ob zwar Weber war, aber steh auf, komm, hat er nicht extra nach Bielefeld. Das Wienerlis hat unter Baumgart in Paderborn gedient, auch der härteren einer. Gretzka gefällt mir nicht. Ja, schon wieder Goretzka. Da muss man doch aber jetzt nach 25 Minuten sagen, so, wenn der sich jetzt nicht macht, in den nächsten 20 Minuten ist er raus, muss Jalla rein. Mensch, da muss man keine Angst haben. Nee, die Box. Spieler sehr weit weg, dann Tempo aufgenommen, Tolisso für Lewandowski. Mann, ey. Kurva. Oh. So ein Stück. Ein Armenienbein dazwischen. Das von Cedric Brunner, denke ich. Der Mann, nun habt ihr mehr Ballbesitz als manche andere da hinten. Gut, Müller. Goretzka, Junge, da hättest du deinen ganzen Fehler wieder gut gemacht, ey. Mann, ey. Mist. So, 20 Minuten, ey, und noch kein Tor gefallen, ey. Schlimm, Jungs. Müller, jetzt auf der Halbposition. Command draußen. Wir kommen mal näher. Gegen Andrade, Command gewinnt nahezu jedes Laufduell. Tolisso. Davis gewinnt sowieso jedes Laufduell. Oh. Und Gnara. Oh, wenn der natürlich auf die andere Seite kommt, ey. Dann, Lewandowski. Asiades geht auch zum Ball. Ja, aber er dürfte von hinten. Das ist ein korrekter Freistoß für mich zu investieren.
Ja. Jetzt eine schöne Flanke rein an 1-0 und dann machen wir 5 Minuten vor Schluss 2-0 vor der Halbzeit. Dann kommen wir ruhig in die Pause, aber mit einem 0-0, Leute, Chancen hatten wir ja, aber die müssen wir mal langsam einen reinmachen. Goretzka. Mette Müller. Die Hände zum Himmel. So, der Müller. Müller. Da ist keiner. Andrade kriegt einen Hinweis. Ausbaufähige Variante. Ja, man sieht das Kniffel auch bei den Eckbällen. 4-5 Eckbälle meistens zu den Bildern. Ja, was gucken die denn da jetzt? Was für Kniffel gewesen. Das ist eben das, was Kniffel, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen besser. Da macht der Torhüter jetzt mal einen Abschlag, ey. Mann, da nimmt ja auch jedes Mal 30 Sekunden von der Uhr. Für die ist das doch wie ein Sieg. 0-0. Die haben nicht mal ein Tor geschossen, ey. In Bielefeld, ey, meine Güte. Keine Angst. Portugal, das geht zu leicht, Feuer ist laufen. Dann geht die Fahne hoch. Ah. Boah, hat der den Neuer voll um. Das ist hinfällig. Ja, muss Okugawa noch 2 Schritte zurückgehen, um mal Anlauf zu nehmen. Ja, mal 1-0 müssen wir aber zur Halbzeit machen, ey. Mal Pieper aus der Innenverteidigung rauszuziehen und da wieder Platz zu schaffen. Die spielen aber auch hart die Bälle zueinander ein. Müller. Oh mein Gott, wie war der denn? Unsauber von Pavard. Gute Stellungsspiel von Hernandez, Goretzka, Sané. Coman, Davis winkt. Oh. Da müssen wir darauf achten, Davis ist im Grunde immer frei. Obwohl er einen Tick zu weit wegsteht und sich nicht so recht entscheiden kann oder mag. Jetzt eher Davis oder eher Sané. Oder doch Goretzka oder doch Müller. Alles für Brunner ein schwieriges Spiel. Die sind ja voll von Feier Bielefeld, ey, Junge. Ja, jetzt rückt man ein bisschen näher. Der Ding ist aus den Augen verloren. Hernandez hat es nicht gesehen. Das ist alles. Upamecano. Hernandez. Attackiert. Wenn wir kurz uns Münchner Angriffszeit. Halbe Stunde gespielt, 0-0 gegen Bielefeld. Die steht unten mit drin. Ja, das ist ein Witz, ey. Wenn sie Geschwindigkeit haben im Spiel, dann werden sie auch gefährlich. Ja? Und vor allem die Dortmunder, die lachen sich doch jetzt schon in den Fäustchen. Ja, da ist dann, da musst du doch ein Schützenfest abfackeln gegen Bielefeld, gegen Augsburg und. Ja, in Augsburg verlierst du. Das spielst du auch noch nicht aus. Gegeben. Und dann 1-0 ist auch noch nichts. Das ist dann hinten Romeo, okay, echt. Da ist aber auch kein Spieler dabei, der mal ein bisschen Ideen hat. Ja, da ist doch viel zu klein, viel zu eng. Beziehungsweise schon 16 Meter.
Wenn die Fußball spielen könnten, richtig Bielefelder. Und der macht über den Upamecano, steht da rein vom Tor. Ja. Dann ist der Ball so da hinten. Mach jetzt was, Thomas. Ecke. So, jetzt Ecke, Tor. Und dann ist gut. Und dann machen wir vor der Halbzeit noch 2-0. Dann ist erstmal Pause. Und dann kommen wir raus und machen wir das dritte und vierte. Und dann ist Feierabend. Dann können wir schon mal ein bisschen wechseln. Und dann können wir uns auf die Klassiker. Der Ex-Hallige sich verzückt, Sané. Lewandowski drüber. Ich verstehe nicht, kann ich nicht nachvollziehen, echt nicht. Ich kann echt nicht nachvollziehen, wenn man da nach 32 Minuten nicht nur 1-0 oder 2-0 führt. So, jetzt. Ja, mutig der Tor aus. Bielefeld. Guck mal, wie die der Mittelfeld überbrücken. Und da springt keiner hoch, ey. Müller hat es erwischt. So, jetzt mal schneller nach vorne von sie. Und wieder nach hinten und wieder nach hinten, Mann, ey. Mensch, da steht das Tor. Nicht da, das ist unser Tor. 17.750 Zuschauer, man hört wieder mehr von dem, was kommuniziert wird. 18.000 dazugelassen, aber das sind nur knapp 12.000 hier, was ich gehört habe, von beiden Seiten. Ja. Und so sieht es aber auch aus. Ja. Leer im Stadion. Spiel jetzt wieder da und jetzt mal da rein. Davis. Davis! So zentral. Aber das war ja wieder ein Torabschluss mal, ne? Zentral oder nicht zentral, aber wenigstens mal auch ein Tor geschossen. Kann auch mal durchrutschen, ne? Also zentral will heißen, wenn nicht platziert genug. Mal was mit Geschwindigkeit und dann haben wir wieder eine Ecke. Ja, dann haben wir wieder eine Ecke. Jetzt müsste aber mal ein Tor rein. Jetzt haben wir noch 10 Minuten, ey. Meine Fresse. Jungs, rot ist doch mal gefördert. Na, die Zeit nicht, ey. Neunte Ecke für die Bayern. Deckenverhältnis 9:1, Torschuss. Er schießt von der einen Ecke raus drüben auf die andere Seite für ein Tor. Kann doch nicht sein. 0-0, das ist die Wahrheit. Und weil wir über Laufleistung gesprochen haben, viele Fälle laufen schon jetzt kumuliert 3 Kilometer mehr. Kommt jetzt, ey, wir haben noch 7 Minuten, jetzt mach doch mal ein Tor, ey. Versteh ich nicht, ey. Wir da und wir da und da, jetzt spielt sie wieder hinten. Wir waren gerade am 16er, jetzt sind wir wieder hinten an der Mittellinie. Lass uns mal, jetzt nehmen wir den Torwart wieder mit. Ey Leute, wollt ihr mich verarschen oder was? Das kann doch nicht sein, ich bin doch vorne am 16er und spiele jetzt mit Manuel Neuer hinten.
am eigenen 16er rum. Also das ist doch nicht normal. Wir spielen gegen Bielefeld. Ey, ihr seid um Klassen besser. Technisch und alles Mögliche. Körperlich, ausdauermäßig. Komm an. Oh Mann, Rückpass, ey. So, da muss man aber natürlich so rausnehmen. Muss ich alle rein. Und uns Herrsch auch noch. Die Schlag von Ortega auf Klos. 6 Minuten noch, dann hat dann wieder Bielefeld das erste Etappenziel erreicht. Das erste Etappenziel, das ist wie ein Sieg 0-0 zur Halbzeit. Da hätte normalerweise schon unter Flick hätte da schon 3-0 gestanden. So, jetzt mal. Komm an. Das war sehr stark. So, da so musst du über die Außen. Und jetzt rennt der Ball. Theresa. Mann, ey, können nicht Bielefeld einen Ball annehmen. Bielefeld bei, sie werfen alles rein. Und den Bayern so gut es geht vom eigenen Tor wegzahlen. War so stark, aber. Ja, so gut es geht, aber die Bayern haben eine große Druckphase. Und wie gesagt, wenn sie schnell spielen, die. Ach, der Goretzka ist auch noch dabei. Haben ganz viel Junge, Junge, die siehst du alle nicht. Lewandowski siehst du nicht. Den Goretzka siehst du nicht, der hat sich jetzt eingeigelt. Mann. Tolisso, ja, einigermaßen. 18 Gegentore insgesamt kassiert und die Saison am Ende Bielefeld ist nicht abstiegsverdächtig, aber ganz im Gegenteil. Ja, aber. Team, das eine sehr klare Richtung hat, eine sehr klare Linie hat, weil noch nie wirklich aus der Kurve geflogen spielen. Das hat sich die komplette Saison schon gezeigt. Auch aber wir spielen gegen den Rekordmeister zu Hause in der Allianz. Da steht es nach 40 Minuten, steht 0-0. Also, und die haben, die machen jetzt das Spiel und laufen viel mehr und, klar. Aber nützt ja nichts, weil haben Ballbesitz, keine Ahnung, zu, weiß ich nicht. 60-40 und es steht 0-0. Was im Moment aus Bielefeld sich so ein bisschen fehlt, ist Entlastung. Ja, weil Bayern machen ja keine Tore aus ihren Chancen. Ey. Ja, guck mal, Upamecano wieder, ey, da ist doch alles Kacke, echt, ey. Dann kommt das Zuspiel auf. So, jetzt ist hier keiner auf der Seite, ey, Trollos. Und schießt den eigenen Mann an. So, und jetzt schneller, hier sind doch 4 vorne. Mensch, könnte nicht rechnen, da sind noch 6 Feldspieler da. Da muss man mal den weiten Pass mit der Geschwindigkeit. Ihr seid doch schnelle Spieler. Ja, dann ist nichts so. Oh, ja, meine Güte. Von offizieller Seite jetzt bestätigt. 400 Fans aus Bielefeld. Schöpf. Mensch. Tolisso, ey, das sind Flachzangen, echt, ey. Wie kann ich denn so, wir haben doch den Ball. Wir haben doch den Ball. Und dann macht er das Foul noch, der Ball war schon 10 Meter weg. Das sind Trollos, echt, ey, das verstehe ich nicht. Was mit denen los ist im Moment, ey. Wo ist denn der Zauberfußball geblieben von 2020? Ja, wo ist er denn? Meine Fresse, ey. Ja, der kann alles und macht auch alles und engagiert sich und tut auch so. Aber das sind doch keine Spiele der Bayern, Mensch. 43. Minute gegen Bielefeld 0-0. Augsburg verlierst du. Frankfurt verlierst du. Junge. Da sehe ich echt ganz schwarz am Samstag gegen Dortmund. Wenn die jetzt noch gewinnen sollte. Upamecano, Andrade, durcheinander. Abschluss von Pedro. Junge. Und die 400 Fans machen mehr Krawall als die anderen. Keine Ahnung. 11.600. Stehe ich nicht. Und die sind alle nass geschwitzt. Komm, mach die Ecke jetzt, Bielefeld. 5 Stunden Ecke da.
weg. So, komm schnell, der Ball. Was hier ja ist. Das sehe ich alle, die hinten sind, aber bis die Bayern wieder da Umschaltspiele gemacht haben, sind die ja alle schon mal, sind die ganzen Blauen alle wieder hinten. Alle wenigstens bis zur Mittellinie, verstehe ich nicht. Also, dass das so lange dauert. Dass man da mal einen Konter fährt. So, jetzt guck mal. Jetzt geh doch, da gucken. Da ist aber keiner, ey, und schießt nicht aus. Ey, Leute, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn mit euch los? Habt ihr Fußballspiel verlernt? War doch jetzt kein Länderspiel und nix. Ja, dann gucken die mit ihr auf ihr scheiß Tablet. Was soll denn der Gag? Die haben es früher auch nicht. Da muss man jetzt, was nützt der, wenn ihr weißt, ja, der hat die Ball nicht ausgeschlagen. Jetzt siehst du auch so. Alter Falter, ist das ein Wichs wieder, ehrlich, ey. Mann, ey. War wieder klar, dass das wieder heute nichts wird, ey. Meine Fresse, echt, ey. Gokugawa. Hab ich gerade noch Nachspielzeit, war ja nichts. Was wird, ey? Aber akustisch hat. Ja, wir sind aber ja schon 10 Sekunden vor Ende der Zeit. Das ist auch ein scheiß Schiri, echt, ey. So 0-0. Halbzeit ist. So, Halbzeit ist 0-0. Steht's. Bayern spielt zu Hause gegen Bielefeld. Also, alter Falter, das ist doch nicht normal. Ja, wir hatten Chancen, die hatten auch Chancen gehabt. Aber wir spielen gegen Bielefeld. Und er hat immer alles durch die Mitte. Keiner hat Bock. Was ist mit Tolisso? Was ist mit Goretzka? Lewandowski, was ist los? Mann, oh Mann, hinten die Abwehr, das ist auch, ja, Pavard, auch nix. Upamecano, ja, 50%. Hernandez und Fonzi machen ihre Sache gut. Aber Mann, die Torchancenausbeute ist wieder nix, ey. Was nützt mir denn, wenn ich 60-40 habe und 0-0 steht? Gegen Bielefeld, zu Hause. Leute, was ist denn los? Die Dortmunder lachen sich doch jetzt in die Fäustchen. Der Haaland kommt da rein und meldet in 8 Minuten ein Tor. Und das gibt doch nächste Woche nichts. Das gibt doch heute schon wieder nichts. Dann fährst du nach Dortmund dahin und bist 2 Punkte zurück. Gut, wenn du gewinnen solltest, dann bist du wieder mit einem Punkt vor. Aber hätte Fahrradkette. Das ist doch heute schon wieder nichts. Gegen Augsburg war schon nichts. Gegen Kiew hatten wir, mit Glück haben wir gewonnen. Aber gegen Augsburg darfst du doch nicht zu Hause verlieren. Dann haben wir gegen Frankfurt. Also, Leute, es ist aber langsam mal gut. Na, da muss man doch mal, Mensch, ey. Der Rasen ist top, die Bedingungen sind super, alles ist super. Jo, gut, sind nur 12.000 Fenster, ja gut. 400 von Bielefeld, die machen mehr Rambazamba als die 11.600 die anderen. Das kann doch nicht wahr sein. Gerade wenn es doch so kalt ist, da muss er laufen. Die anderen, die von Bielefeld laufen, wesentlich mehr als die Bayern. 0-0, also, lieben Herrgott, also jetzt ist es aber auch langsam mal gut. Also, wie gesagt, da kriegen wir richtig Schau am Samstag. Und es kann ja nicht sein, nur weil der Kimmich jetzt Corona hat, dass das nicht alles funktioniert. Aber nimmst du den Goretzka doch raus. Ja gut, dann wird es natürlich so auch rausnehmen. Ja, wer willst du denn bringen? Ist doch keiner draußen mehr. Kannst du sie alle noch bringen? Und Gnabry ist noch draußen als gute Leute. Ne? Dann hast du 2 Torhüter und der Rest ist alles... komm, ich sag nichts mehr. Das ist doch scheiße, echt, ey. Das ist doch... Ja, und das ist doch ein Standbild von Brazzo, der meldet, ja. Dann gucken sich alle ihr Tablet an, wenn irgendwas ist, ja, da brauchst du ein Tablet. Der Müller hat eine Flanke ohne Bedrängnis, schießt den Hintertor, da gucken die alle mit 4-5 Mann auf ein Tablet. So, ja, was soll denn der Kack? Da muss ich mal reagieren jetzt, da muss ich den jetzt mal wirklich auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißen in der Halbzeit. Und nicht, jo, das klappt schon, das machen wir schon, kriegen unsere Chancen und bleibt dran. Nee, Leute, da muss ich mal richtig auf den Tisch schauen. Und mal Butter bei den Fische. So, dann wollen wir mal hoffen, dass die jetzt rausgehen und immer den anderen in der Liga, da hat doch keiner mehr Angst, nach München zu kommen. Mensch, wenn der Bielefeld und Augsburg, die Bielefeld feiern das wie ein Sieg, 0-0 zu Halbzeit gegen Bayern, zu Hause. So, wenn die jetzt nicht rauskommen und knallen die richtig weg, so 3, 4, 5-0, also, Mensch, die Dortmunder, die haben doch keine Angst mehr nächste Woche vor uns. Dann denke ich, die, guck mal, gegen Dings da hier, gegen Augsburg verloren, gegen Bielefeld, tun sie sich schwer. Vielleicht gewinnen wir ja noch, aber haben noch 45 Minuten, aber das ist ja nichts. So, jetzt wollen wir mal hoffen, die kommen raus und geben richtig Jalla Jalla. So, auf geht's. Zweite Halbzeit, wir kommen. So, auf geht's Bayern. Jetzt kommt der Loder, hat auch 4-0 getippt für euch. Also, jetzt gebt mal Gas.
Ihr habt eine ganze Woche für Pause zu machen. Ein bisschen, morgen ist sowieso frei, da könnte man sich, kann man sich doch heute richtig verausgaben. Ich bin sehr gern, dass Nagelsmann dann irgendwann Gnabry bringen wird oder auch Musiala. Ja, aber irgendwann ist es wieder irgendwann. Zur Verfügung stehen. Wenn zur 70. Minute 0-0 steht, dann brauche ich die auch nicht mehr zu bringen, 20 Minuten. Dann, ne? Ursprünglich gab es ja mal den Plan, Musiala auf der 6 zu testen, ja, dass der Spielverlauf zulässt. Ist noch nicht der Spielstand, um zu testen, Sonny! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht, das wäre ich jetzt gewesen nach 45 Sekunden, ey. Wow, wie kann denn der vorbeigehen, ey? Wie kann der Ball vorbeigehen? Das war mal gut gespielt. So, zack, 1, 2, 3, super gespielt. Oh, das ist ja, Die Bayern scheinen jetzt ernst zu machen, Martina. Mensch, das wäre jetzt gewesen. Aber jetzt endgültig. Endgültig, ja. Und geh raus da. Neuer, ruhiger Abend. Die ersten 5 Minuten, da warst du ein bisschen trubelig. So, da ist jetzt wieder... wirklich eingreifen musste. Aber ansonsten... Ja, sind die zwei mit den Köpfen zusammengestoßen. Erstens mal hat der Schiri 10 Sekunden bevor das Spiel überhaupt regulär auslaschen abgepfiffen. Das ist ja schon eine Frechheit. Normalerweise lässt man immer eine Minute nach, weil der Torwart ja auch immer auf Zeit gespielt hat. Jetzt knallen die mit den Köpfen zusammen. Ich gucke jetzt mal, pass auf. Wie viele Minuten die jetzt brauchen, bis die zwei wieder aufstehen. Und dann können wir nachher mal hochrechnen die ganze Zeit, wie lange der nachspielen ist. Die Leute jetzt 5-6 Minuten da liegen, dann sagt er eine Minute nachspielen. Also haben die 5 Minuten von der Uhr genommen. Mensch Uli, dir würde ich mal gerne eine Weißwurst und Brezel essen. Am Tegernsee. Mal richtig über die Bayern reden und über alles Mögliche, über Gott und die Welt. Das wäre mal geil. Uli Hoeneß. Mensch, das wäre mal geil. Meinungsführer der Opposition, wenn man es mal so. Ja, was? Was macht er denn jetzt? Ist doch scheißegal, wenn du den Ball zu Bayern zurückspielst. Mach voran, ey. Das ist eine Minute jetzt. Eine Minute hat er jetzt wieder was. Das ist der Stand der Dinge. Wenn er 4-0 für Bayern stehen sollte, wäre mir dann egal. Da brauchst du nicht nachspielen. Aber wir können froh sein, wenn die ein Tor schießen, die Bayern. Mann, oh Mann, das ist so läppsch von den Bayern mit dem, hier mit der Hacke und so weiter. Es steht 0-0, ey, hier. Verstehe ich nicht. Die machen ernst, ja. Die hätten zur ersten Halbzeit aber ernst machen sollen. Jetzt sind wir jetzt wieder hinten rum. Jetzt sind wir mit dem Manu wieder mit. Also der Manu hat mehr Ballbesitz heute als der Lewandowski, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Nicht, ey. Ja, das dauert zu lange. So, du? Schönmüller. Von Zimmermann jetzt 1 gegen 1. Müller. Den hätte ich gemacht. Wie kann man denn da jetzt vorbeitreten? Meine Fresse, ey. Jetzt hab ich langsam echt keinen Bock mehr, ey. Ein Spiel in dieser zweiten Hälfte mit noch mehr Tempo und noch mehr Finesse. Kurs in die Arme von Manuel. So, jetzt mal schneller umschalten, schneller. So, jetzt sind wir in der Mittellinie. Jetzt Goretzka macht doch mal was. Aber guck mal, das sind 4 Mann gegen 7. Ja, was willst du denn da machen? Der spielt jetzt wieder hinten rum, dann spielt er wieder noch wieder weiter hinten rum und noch wieder hinten rum und dann hat der Manuel wieder spielen bald. Guck mal. 2 Mann rein, Tolisso. Coman versucht ja wenigstens was. Der will ja. Tolisso ist der Mann, der die meisten Pässe spielt bei den Bayern. Ja, der war ja gar nicht für dich gedacht. Der wollte ja auch die linke Seite vor uns spielen. Eieiei, das wäre ja mal was gewesen, ey. Das wäre ja mal was. Über 60 mittlerweile. Über 60? Was für 60? Wir haben noch 40 Minuten. Dann sollten wir jetzt alle 10 Minuten ein Tor machen. Wie gesagt, kann man froh sein, wenn man 1-0 gewinnt oder 2-0, ey. Wenn überhaupt. Aber jetzt werden die Fouls ja öfters, ne? Dass die da mit auf Zeit und alles spielen.
nicht mal einmal eine gelbe Karte gezeigt hat. Meinte so. Meine Fresse, ich könnte echt im Strahl kotzen, echt, ey. Da passiert nichts, ey, da muss man doch jetzt mal. Unterstützt wieder in die Seite, über die Seite, Davis, links, Brunner, tick zu weit weg. Mann, ey. Aber ich muss doch jetzt in der 50. Minute, muss ich doch gucken, dass ich jetzt einen aus dem Mittelfeld rausnehme, zum Beispiel den Goretzka, den sieht man die ganze Zeit nicht, und bringe den Gnabry. Ne? Da muss ich doch jetzt gucken, die haben doch jetzt nicht so viele Chancen, aber ich muss doch die Offensive ein bisschen verstärken jetzt. Kann ich nicht nachvollziehen. Der Mann bekommt Millionen, der Nagelsmann. Ne, die haben die 25 Millionen und die sehen das nicht, was ich sehen würde als einer mit Trainerlizenz C. Also, wie gesagt, also das ist, zack. Also das ist, Lewandowski ist auch, weiß ich nicht. Ja. Komm an. Guck mal da, die Bielefelder sind spritziger. Guck mal da. Ja, Müller, das ist doch klar, wenn du da so rumjuckst und alles so hat, wie gesagt. Das können wir uns wieder schenken, ey. Das, meine Güte, das sind echt. Und er lässt sich jetzt wieder Zeit. Wie gesagt, 0-0 ist optimal für die Bayern. Passiert nichts. Die Bielefelder sind näher am Tor dran. Als, jetzt lässt er sich wieder fallen und jetzt hat er sich wieder verletzt. Und ja, lass dich doch wieder fallen und dann wird wieder Zeit von der Uhr genommen und dann ist dieser Fluss. Wenn du zur ersten Halbzeit nicht 3-0 führst oder 2-0, dann hast du in der zweiten Halbzeit richtig schwer, weil die dann nur auf der Zeit spielen und machen und tun. So weit. Ja, aber Komolov ist noch hinterher. Junge. 53. Minute 0-0 in Bielefeld. Die lachen sich doch alle in ganz Deutschland lachen sich doch alle in den Fäustchen, dass 0-0 steht. Ne? Das mal spannend wird in der Liga. Das sind die Bayern wieder selber schuld. Wie gesagt, gegen Frankfurt hättest du nicht und gegen Augsburg schon mal gar nicht und heute gegen Dings tust du schwer. Guck mal, die bringen die Leute in Bredouille. Bring doch den Tolisso raus. Tu doch den Tolisso raus. Ich weiß es nicht. Nagelsmann. Also da weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Also ich sehe dieses Spiel doch auch. Und die sehen das Spiel doch auch. Da muss ich doch sagen, der und der ist nichts. Mensch, da muss ich doch mal reagieren und nicht wieder zur 70. Minute. Das ist doch sowas von Scheiße, echt. Weiß ich nicht. Wenn der in der ersten Halbzeit nichts ist, dann bringt er in der zweiten Halbzeit doch auch nichts. Also, so, jetzt sind wir, nimm den Neuer wieder mit. Brauchst du nicht nach vorne spielen. Nicht auf das Tor von Bielefeld spielen. So, jetzt Manuel mitnehmen. Ja, genau. Mit der 10, auf der 10. Drei Drehungen. Und dann hat er den Platz, den er braucht. Koman. Die Flanken sind nicht optimal. Ach, das ist gar nichts. Ja, es war natürlich auch keiner auf dem kurzen Pfosten, aber ja. Ja, aber du musst ja nicht den Tor in die Arme schießen. Also. Aufbauspiel, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Ich will schneller spielen nach vorne, ich will den freien Raum nutzen. Und das sind schon die Besten, die wir haben, außer jetzt. Tolisso jetzt, Doppel 6. Deswegen, wie gesagt, können sich die Bielefelder wieder in der Defensive gut schaffen. Ja, hat er gut gemacht, aber. Gisela macht sich bereit. Ja. Und was ist mit Gnabry? Direkt raus, zwei Mann. Goretzka und links raus. Dann spielst du halt nur mit einer 6. Aber dann mit mehr Offensivpower nach vorne. Ja, da ist nichts. Boah, der natürlich schon einen Ball kommt, der Bielefelder ist er weg. Und mach doch mal einen Diagonalpass. So. Junge. So, nee. 1, wieder ein bisschen Platz. In der Ecke. So auf jetzt, mach die Ecke. Verstehe ich nicht. Lothar, was ist mit unseren Tipps? Eckenverhältnis
10:2. Mit unserem 4-0. Heute nicht. Und die Ecke hat noch nichts gebracht. Brauchst du ja nicht gucken. Guck mal, jetzt. Wir haben eine Ecke und der Manuel landet den Ball. Also Leute, ihr wollt mich doch verarschen. Das ist doch schon wieder absolute Frechheit. Spielmacher Neuer gesucht. Ja, Spielmacher Neuer, das ist eine absolute Frechheit. Upamecano auf links. Das ist eine absolute Frechheit wieder. Also jetzt schon. Also wechseln. Da bin ich manchmal für wen ihr jetzt bringt. Pass auf, jetzt werden so unnötige Dings. Ja, du hast ja, das ist gut. Ja, du hast gar nichts. Junge. So, lass ihn nicht los, ich bin schon am Arm. Also die Einwechslung in Leipzig war natürlich zweierlei. Zum einen kann er Musiala mal ausprobieren auf der 6-8. Zum anderen ist klar, dass er seine Stärken in der Offensive hat, also hat er noch einen Kreativspieler mehr. Ja, du musst den Gnabry doch noch bringen, das ist doch einer mit Geschwindigkeit. Du musst bei so einer Mannschaft musst du doch mit Geschwindigkeit über die Seiten kommen, da musst du halt einen, den Tolisso rausnehmen und den Serge reinbringen. Dann spielst du halt mit einem Mittelfeldspieler statt mit dem... Ja, ganz klares Zeichen an der Mannschaft. Hier ist ja keiner. Geh doch in die Box. Das gibt es doch nicht. Ey, das gibt es doch nicht. Die können nicht das Tor treffen. Die können nicht das Tor treffen. Also, pass mal auf. Du bist ein linker Fuß. Das ist doch optimal. Schießt er 2,5 Meter vorbei. Ja, aber... Vorspann genommen und deswegen hat er verzögert. Nicht richtig getroffen, deswegen ein langer Eck vorbei. Mein Rat wäre gewesen, die Innenseite nehmen und sicher das aufs Tor treffen. Ja, den Ball drücken, genau. Dann sicher die größere Möglichkeit, hier in die Führung zu gehen. Ja, Lewandowski, komm an. Abschluss. Wenn er sich da fallen lässt, gibt es Foul. Der gerät schon doch weg. Da muss man auch mal ein Schwein sein und sich fallen lassen. Weil der rasiert sich doch ab. Bielefeld, 60. Minute, 0-0 gegen Bayern zu Hause in der Allianz Arena, in einem Spiel. Ja, so ein Lämpchen war aus, deswegen haben wir keinen Erfolg. Das ist ja schon wieder schwach. Flitzt den Ball ins Aus. Aber ob der mit der ganzen Umfang im Haus war. Ja, guck mal, jetzt haben wir wieder. Guck mal, jetzt haben wir 30. Keine Optionen außer lang. Jonas, wer wird doch in der Lage sein, in 30 Minuten noch ein Tor zu schießen? Das ist ja zumindest mal eine. Ortega. Eine Option für Ortega. Guck mal da. Los mit dem Körperkontakt. Fonzi. Schöpf auf. Schöpf. Los! Jawoll. Abschluss. Ein offensives Zucken der Arminia. Das ist doch nicht normal. 60 Minuten gespielt, 0-0 gegen Bielefeld. Aber die haben alle irgendwie, auch der Komor hat noch richtig Attacke. Das kannst du doch alles vergessen. Du bist so raus und dann brauchst du auch nur mit einem Mittelfeld spielen. Muss man auch mal Lewandowski rausnehmen. Ja. Das ist dann keine Majestätsbeleidigung, aber wenn du eine
nichts bringt. Für mich gibt es keinen anderen Favoriten. Ja, soll er heute mal ein Tor machen. Weltfußballer. Ich verwirke zu meinen. Ich bin der Beste. Der Herr hat in 50 Spielen 50 Tore. Messi in den letzten vier Monaten, wo ist er? Doch, ich schaffe nicht mal ein Tor heute wieder. Das ist alles wieder nichts, das ist alles wieder nichts, ey. Sonst, ja, er hat noch außergewöhnliches geleistet. Nix, gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Für mich also immer was. Ja, das ist schon klar, dass er den Ball nur gewinnen muss. Aber wer sonst? Spiel den Ball doch, ey. Komm an! Die Hammerbauch. Komm, mach mal an die Bälle. Nimm den Manu mit. Die waren jetzt gerade im 16. Nimm den Manu mit. Franzose kann kein Kapital rausschlagen. Bis jetzt, Davis. Für Davis und Brunner gilt im Übrigen auch selber auf der linken Seite. Lothar, 4-0 dein Tipp. Ich hatte auch gedacht 4-0. Also, dann zu froh sein. Oh, meine Fresse, das ist so schlecht, ey. Mensch, da grätscht aber keiner rein. Nicht optimal, auch das Zuspiel war nicht optimal. Das ist ein bisschen lang für Müller. Aber der wundert sich, dass er da viel Zeit bekommt. Er schießt auf die Ecke. So, wer hat sich das geholt? Mach doch die Ecke, aber schneller, Thomas. Zum Warmlaufen, zurecht. Zum Warmlaufen, jetzt. 62 Minuten schickt er dich zum Warmlaufen. Er will mich verarschen. In der Ecke, gut. 62 zum Warmlaufen, da muss er schon längst drin sein. Hernandez, Freistoß. Ja, und jetzt muss man mal eine gelbe Karte zeigen. Also. Aber warten wir noch mit dem Wechsel. Ja, also ganz klar, das Foul, ey. Die Handschuhe klatschen, hört doch schon keiner. Nächste Fahrgabe. 63. Da kommt und immer geht. 64 Minuten. Ach ja, ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Der hat Zeit jetzt. Das war schwachsinnig, ich hatte so ein bisschen Kleber links drauf. Was bringt das denn als Schutz oder was? Also, Steuert. Ja, auch viel schnell gelaufen. Das ist ein sehr schneller Spieler. Hatte in der ersten Halbzeit auch 64 Minuten 0-0. Bayern gegen Bielefeld 0-0. Respekt. Mit seiner Geschwindigkeit. Nein. So, und der kriegt jetzt eine gelbe Karte. Ja, ist das denn normal, ey. Ja, zu langsam, Jungs. Ihr seid zu langsam heute. Erste gelbe an diesem Abend. Ich würde sagen, trifft er nicht, oder? Aber na, komm, wenn sie jetzt 1-0 zurückliegen, so, dann haben wir 25 Minuten und dann machen die Bayern keine zwei Tore. Können wir das ausmachen können, Wette. Alter Mensch, ey. Erste Amtshandlung. Das ist sowas von schlecht wieder, ey. Und das ist die beste Mannschaft, die wir im Moment haben. Was heißt das? Da fehlt ja nur noch der Josh. Der Kimmich fehlt ja nur noch. Sonst ist ja, haben wir ja gar keinen anderen. Du musst den Herrscher bringen, der ist doch effektiv. Schöpfer 2, Herr.
Will ich jetzt umschalten? Wenn ich mit dir trifft, ist er drin. Arminia Legende, Fabi Fossi. Weiter! Komm an. Diesmal erfolgreich gestellt von Okugawa. Gerade mit Problem. Diesmal gegen Pavard. Komm an. Mensch, ey, geh doch mal zum Ball. Ey, der kriegt den Ball noch. Das kann doch nicht sein. In der Mitte Lewandowski mit der Kugel ins Fernfall kam. Oh Mann, ey, die mit ihrem Scheiß-Foul, Hernandez. Der Ball rollte noch. Ach, ich verstehe das nicht. Und ich darf Ihnen sagen, dass Kai für Sie jetzt zur Cyber Week den besten Deal des Jahres hat. Erweitern Sie Ihr Sky-Erlebnis und sichern Sie sich mit jedem Upgrade Ihrer Wahl einen Amazon-Gutschein im Wert von 25 Euro nur. Für kurze Zeit alle Infos auf sky.de/. Gut, Musiala. Viel Abschluss. Also auch der von Okugawa. Boah, war nicht verkehrt. Ja, Nagelsmann, bring doch den Search. Ich weiß nicht, auf wen du wartest, ey. Du siehst doch, dass das nicht funktioniert heute. Links raus, guck mal, da was da frei ist. Ich spitze hier in den Bulk da. Das ist eine echte Herausforderung. Können Sie das so über 90 Minuten durchziehen? Ja, aber. Also ist Ihnen zumindest zuzubauen. Ich weiß Ihnen zu, die Bayern müssen Lösungen finden. Die Bielefelder werden ihr System nicht ändern, werden kompakt weiter stehen, werden viel arbeiten, viel laufen, viel fighten. Ja, und. Ja, über die Außen würde ich echt dann kommen sie hinter die Linie und dann im Strafraum einfach besser. Hast du das gesehen? Ich habe ja keine Lampe an. Kommen auf den letzten Posten, weil es kein Ball spielt. Oh mein Junge, ja, schnell gedacht, so dunkel ist hier. Musiala, Lewandowski, Sané, Tolisso, Pavard, Coman. Nein, nix aus. Sané, abgeblockt, Davis. Könnt ihr nicht mal. Mensch, flach, ey. Nicht so. So. Den Körper über den Ball, ey. Bam. Nicht. Hey, jappa. Da schießt er doch über den Schaden in die Isar rein. Zurück ins Häuschen, um sich parat zu machen. Noch 20 Minuten, ey. Kannst du froh sein, wenn du gewinnst? Bauähnliche Spieler wie Fabian Klos. Kannst du froh sein, wenn du unentschieden spielst, dass du wenigstens nur einen Punkt hinten liegst? Durch die Mitte, viel Verkehr. Schöpf. Echt holen. Klaus Gabel, kommt es zu Spiel kommt. Fabian Klos. Bisschen weit rausgedreht, Upamecano, Eckball, immerhin. Kannst du echt froh sein, wenn du unentschieden spielst, dass du nur einen Punkt bist und nicht noch verlierst, ey. Gelbe Karte gesehen, später danach gleich wieder im Foul, auch jetzt ein Verfehlwurf, als er Landes macht, ein ganz schlechtes Spiel. Das ist nichts, Leute, da müsste man von den 550 Millionen jemand im Konto haben, müsste mal 300 Millionen investieren und mal bam, Spieler kaufen. Da habt ihr immer noch 250 Millionen. Mensch, ey. Was wollt ihr mit den ganzen Dings? Nützt nichts, wenn wir da nachher eine Milliarde drauf haben. Und. Nicht der Weiser zum Schluss. Na toll. Ja, jetzt machen die hier aus am Einwurf 2 Minuten, ey. Gucken wir jetzt
ist eine absolute Frechheit. Wenn da nicht 5 Minuten Nachricht wäre, machen die nicht. Jetzt kommt Serge, habe ich gesagt, 70. Minute, 70. Dann brauchst du auch nicht springen. Kannst du auch einen von der zweiten Mannschaft bringen. Das rentiert sich dann nicht mehr. Das lohnt sich echt nicht mehr. Also wie kann man denn immer die Spieler immer zur 70. Minute bringen? Also, weiß ich nicht, was das soll. Das war immer zur 70. Minute. Klar ist nicht jedes Spiel gleich, jeder Spieler hat nicht jedes Mal die 150% Fitheit oder irgendwie was. Ne? Hat immer mal einen schlechten. Aber gegen Bielefeld, Leute, da wird es ja dann gegen. Musiala durch die Mitte. Ja, da endlich! Meine Fresse, alter Falter, ey. Leroy! Da müssen wir 70 Minuten warten in Bielefeld. So, jetzt. Meine Fresse, ja. Da muss aber erst hier ein 19-Jähriger kommen, der den Assisten macht, ey. 70. Minute, ey. Mensch, ey. Oh, Musiala. Pup. Daneben, pup. Und hier. Robbenmäßig. Jawohl. Ja. Hört, Olli. Stark. So ist der Arsch. Bup, wie in England. 2-3 Tore, komm. Wie wär's los? Wie ist er raus? Komm, hol den Ball da, den Ball, Junge. Treffen, Potschnitt. Ach, Sané hat der Tor und da hat er direkt raus. Aber. Was real ist, das geht relativ leicht. So, jetzt, Massage. Oh. Bielefeld muss jetzt ein bisschen was verändern. 0-1 zu verteidigen, ergibt nicht so richtig Sinn. Faul und gelb. Ja, da musst du doch auch gelb geben jetzt, Trollo. Ey, das ist der zieht den da links. Aber der Bayern-Spieler kriegt gelb. Das ist ja vielleicht ein Arschloch, ehrlich. Der Schiri, ey. Guter Penner, ey. Ja, der zieht den da am Trikot ohne Ende und zieht den um und dann, da gibt es keinen Foul oder der Dings, der trifft den aus. Meine Güte, das ist auch ein Trollo, der Schiri, ey. Blöder, gelber, wie eine Maya-Typ, ey. Meine Fresse, echt, ey. Foulspiel. Die Schiri ist echt schwarz-gelb, wirklich, ey. Weiter, steh auf, spiel den Ball. Und spiel den Ball. Da ist doch scheiße, echt. Da stehen die schon auf. Das ist, aber die liegen einzeln zurück, das ist was ich nicht verstehe. So, warte, ja, so der fällt über den da drüber, das ist doch nichts. Also wenn der Schiri gleich nicht 4 Minuten nachspielen lässt, dann weiß ich nicht. Ja, geh raus, wenn du nicht mehr kannst, du Trollo. Meine Fresse, ey, das ist doch schon wieder Scheiß. Echt, ey, das ist echt. So eine Führung 1-0. Schießt dich wieder gegenseitig an, Mensch, ey. Um 15 Minuten noch jetzt, ey. Und noch 2 Türchen machen. Zwei auf jeden Fall. Boah! Mit Gefühl, Leute! Ja.
drauf, ey. Haben wir keinen Stürmer mehr, ey. Upamecano. So, jetzt mal Sturm, Sturmlauf. In dieser Partie. 92% davon erfolgreich. Und jetzt muss er diesen Zweikampf hier gewinnen gegen Okugawa. Und jetzt pfeift er abseits, ey. Lass erst noch 2 Minuten weiterspielen, das ist doch Kinkerlitzchen, ist das doch. Dann lässt er, das ist doch ganz klar, du kannst doch jetzt, wenn der einen abseits spielt, kannst du doch einen Abseits aufheben. Kannst die Fahne noch heben, Mensch, ey. So eine Scheiße. Ey, das sind so Biene Maya-Schiedsrichter heute wieder, ey. Schwarz-gelbe Scheiße da, echt, ey. Junge, Junge, ich weiß, warum ich diese schwarz-gelbe Scheiße nicht mag, ey. Junge, 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 Junge. De Medina und Fernandes. Spielen, Mensch. Das klappt doch nicht jedes Mal. Spiel den Ball doch zurück. Leg den doch quer auf, Mensch. Guck mal, da sind 2 Mann. Legen quer, Junge. Die machen 3er-Wechsel. Das dauert ja jetzt auch. Jetzt guck mal auf die Uhr. Jetzt haben wir 77. Meine Fresse, jetzt wechseln die 3 Mal, ey. So 77. Guck mal, wie lange das jetzt dauert, bis das Spiel wieder läuft. Dann lässt er gleich maximal 2 Minuten nachspielen lassen. Wir reden von 5 Minuten schon mal. Na gut, das ging jetzt schnell. Eine halbe Minute. Aber halbe Minute da, halbe Minute da, halbe Minute da. Mal. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, echt nicht, ey. Boah, das schießt ja da hier ein Lattenkreuz, ey. Musiala. Musiala, Musiala, Musiala. Mann, der kurz runtergegangen war, steht auch schon wieder. Aber Kukana, es ist nur ein Tor. Lass mich. Gewinnt das Laufduell gegen Hernandez. Meine Fresse, wie gesagt, es wird nur ein Tor, ey. Lothar hat seine Meinung. Da relativ unvergnügt zur Aufführung gebracht. Wow. Ja. Dann eben Dortmund. Junge, Junge, Junge. Shit, ey. Nochmal tolle Einzelleistung von Serge Gnabry. Nicht von Erfolg gekrönt. Komm an. So, jetzt kommt sie. Jetzt müssen wir gucken, wo der zweite drauflegen, ey. Oh, nimm mit den anderen Fuß, komm mal, ey. Zu weit. Nur haben das ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Das ist der Spieler, der den beste Passquote hat. Ja, da habe ich auch meine Meinung dazu. Ja, sag meistens, wenn es dann die 5 bis 10 Meter Pässe zu Upamecano oder zu Alfonso Davies. Ja, das war ein guter Pass gerade, ja. Jetzt der lange. Ja. Zu der Nummer 6 oder eben auf seine Mitspieler, die in seiner Nähe stehen. Es ist nur ein Tor, es sind noch 10 Minuten. Ja.
Ja, Junge, kann man froh sein, wenn wir 1-0 gewinnen. Hoffentlich machen die kein Tor, ey, da werde ich ja irre. Die Bayern machen jetzt noch zweite und dritte und dann ist gut in 10 Minuten. Meine Güte, ey. Oh, die Alter stehen, ey. Und faul, das ist auch wieder Ziel. Dann musst du auch mal eine gelbe Karte heben, ey. Dem Stützaugen, ey. Meine Güte, echt, ey. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Reden von 10 Minuten noch, ey. Bring doch mal den Ball raus. Guck doch mal, wo die Gegenspieler sind, Lewandowski, ey. Das bringt doch jetzt nicht, weil du weißt, dass der Haaland ein Tor gemacht hat. Dass du jetzt auch unbedingt ein Tor machen willst. Der erste Catcher-Griff ist von Rot, sagt Frank Kramer. Ich würde mich sogar anschließen. Alle meinen, das gute Feld drin ist, weil erste Kraft kam vom Ballspieler und die Oberkörper des Angreifers vom Bielefeld und der wirft ihn nur noch unglücklich und ungewollt am Kopf. Junge, ey. Kannst du echt froh sein, der 1-0 gewinnt. Gut, Sané. War ein schönes Tor. Boah, cool. Robben-Manier. Ganz zum Gratulieren, Brazzo. Der Matchwinner. Leroy Sané. Ja, Goretzka, da war nix. Also, das war echt nix. Sanken sich mit der Schale, die zwei Kinder, cool. Jetzt passt bloß auf, dass ihr kein Tor mehr kriegt, Jungs. Was den Humor betrifft, ein ähnlicher Schlag. Zurück, ein schöner Austausch. Echt vorschaulich. Zweite machen. Musiala. Der zweite macht das Ruhe. Ich habe mit Musiala ganz viele Aktien am 1-0. Wir haben darüber gesprochen. Ja, er hat den Pass gespielt zum 1-0. Pamecano, Junge. Mit Sicherheit ein Startkandidat für die kommende Woche. Die Frage ist, für Tolisso oder für Goretzka? Ja, oder doch nicht? Ist er der erste Einwechselspiel? Also ist er der 12. Mann gewissermaßen? Er ist auf jeden Fall eine starke Option für den Trainer, sowohl für den Start als auch als Einwechselspieler. Jo, das hat er mal gut gemacht, ey.
Los, Herr Arsch, mach mal was. Jetzt Geschwindigkeit. Du bist dabei, Junge. Hast Corona bekämpft und jetzt bring mal was. Müller. Was? Jamal. Komm, mach noch drin jetzt, ey. Ecke, Tor und dann machen wir noch eins und dann haben wir 3-0 und dann ist 4 Ordens. Ganz linke Seite immer noch. Na ja, noch rein, Mensch, mal. Die Tor, der Mann braucht Abschläge, du. Halleluja. Ja, nee, der liegt aus, mach Wege jetzt. Nee, der liegt aus, mach weiter. Wollt ihr mich verarschen, der liegt außerhalb des Feldes? Was soll denn der Scheiß? Das hab ich ja noch nie gesehen. Dass der außerhalb des Feldes ist, dann pfeift der Schiedsrichter ab. Das ist so eine gelb-schwarze Arschloch. Trollo. Meine Fresse, ey. So, aber ja, der liegt außerhalb des Feldes. Da muss man doch jetzt nicht behandeln, verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Was soll denn der Scheiß, du Biene Maya? Auf die Ärzte. Nee, ja, dann soll er draußen bleiben, aber doch nicht, da muss das Spiel doch nicht unterbrochen werden. Da müssen sie halt. Boah, ist das schlecht, Leute. Junge, 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 Bauch, der Müller, der ist noch, ja, der Bauchmann. Jetzt haben alle beiden Bielefelder irgendwo da. Bauch! So, jetzt schnell nach vorne, jetzt schnell nach vorne. Oh. Sehr umsichtig, sehr stabil, sehr zweikampfstark. Mann, oh Mann, die kann nicht mal ballern, das ist so schlecht, ey. Torschancen sind nicht genutzt. Und. Jetzt schmeiß doch hier steht er doch, hier steht er doch! Meine Fresse, echt, ey, ich könnte kotzen. Aber ohne Ende, ey. Mann. Dass Musiala dann so ein Ball spielt, Müller die Idee hat. Ja, aber Lewandowski ist nicht auf dem Platz, ey. Dann halt die individuelle Klasse. Oh komm, 88, halt ab, jetzt machen wir keine Verlängerung und nichts, ey. Und deshalb steht sie 1-0, sind noch 2 Minuten auf der Uhr. Ja, aber das ist trotzdem, ja, du gewinnst zwar 1-0, das ist ja die Hauptsache, 1-0 reicht auch zum Sieg, aber dieses Zittern immer und dann gegen so Mannschaften, die unten stehen, also ist ja nicht schlecht. Die er erreichen wollte, optimale Voraussetzungen. Lewandowski bewegt sich gar nicht mehr. Also, das ist ja gar nicht mehr. Bei Borussia Dortmund, das heute Mittag in Wolfsburg vorgelegt hat. Eine große Fußball. Showdown in der Fußball-Bundesliga. Hoch da! Weg jetzt! 90. Minute. Quarantäne mit den Augsburg Nachspiel in Kiew. 3 Minuten gibt es oben drauf. Alles wieder weg, ey. Ich wollen wir nicht.
richtig on fire sind. Zu spät! Zu spät, Tolisso, ey. Meine Güte, echt zu spät, oder? Zu echt zu spät. Das wird Nagelsmann im Anschluss. Kannst du ja loben, dass die Rückwärtsbewegung, Gegenpressing etc. heute schon spät. Als sowohl in Kiew als auch. Ja, aber das ist ja nichts. Das ist ja. In Augsburg. Völlefanz gegen Augsburg 1-0. Das ist so gut wie. Und das spielst du auch nicht aus. Zugelassen haben. Die setzen ja, wir machen die wieder stark. Die machen die wieder stark in der 90. und wie viel mehr. Lewandowski ist gar nicht von Feier. Siehst du gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe einfach einen Kopfballchance gehabt. Sonst nichts. Ist auch schon mal mit 6,5 gemessen worden. Ecke, da ist auch nicht normal, Tür. Und jetzt gibt's noch mal Ecke. Hält dieses Spiel hier doch noch eine Pointe bereit? Leute, jetzt passt doch. Müller schöpft die Sinne im eigenen 16-Meter-Raum. Die Langen sind mit vorne dabei. Janis Serra auch 1,93, Kopfball stark, Hack serviert. Hat der Papa mal gut gemacht. Papa muss dann nochmal mit dem langen Ball rumgrätschen, mit dem langen Bein rumgrätschen. Das hat er gut gemacht, Papa. Das hast du mal gut gemacht, Benjamin. Cool. Sieg ist Sieg, scheiß drauf. 1-0 ist auch 1-0. So wieder ein Punkt vor. Gut. 60 Sekunden. Nach vorne. Jawohl, da gibt es Zeit. 30 Sekunden noch. Komm. Ortega. Ein langer Ball. 30 Sekunden. Geht ja nichts anderes mehr. Nur noch hoch und vorne rein. Zu unpräzise. Auch da. Foul. Wir müssen robust, wir müssen entschlossen verteidigen. Genau das haben sie getan. So, Bayern gewinnt glücklich mit 1-0 gegen Arminia Bielefeld. So, das Spiel ist aus. Die Bayern gewinnen glücklich mit 1-0 gegen Arminia Bielefeld. Das Ballbesitz 70-30 und dann nützt das nichts. Dann muss man bis zur 70. Minute warten, bis ein Einwechselspieler reinkommt. Und zwar Jamal Musiala. Warum kriegt er nicht mal die Chance von Anfang an? Der bereitet das vor und der Leroy macht das 1-0. Ja, sehr schön, Robin Art oben links rein. Klasse. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht ein Zeichen setzen kann vor dem El Clasico am Samstag. Klar hast du gewonnen, das ist super, du hast gewonnen, 3 Punkte, mehr geht nicht. Ne? Aber Mensch, Leute, da muss doch mehr kommen, da muss doch mehr kommen. Gut, es waren heute nur 12.000 Leute im Stadion, davon 400 aus Bielefeld. Und das Wetter war super, war zwar kalt, der Rasen war grün, kein Schnee, es ist kalt. Und die Spieler von Bielefeld laufen mehr als die Bayern. Jo, du hast 1-0 glücklich gewonnen. Das ist die Hauptsache. Und dann sagen wir mal, munter putzen. Und wollen wir mal hoffen, dass am Samstag im El Clasico wesentlich besser wird. Also die müssen jetzt mal den zweiten und dritten Gang schalten. So, Josh wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Ich weiß nicht, Haaland ist dabei. Das ist schon mal gut, für dass es, die Besten gegen die Bayern spielen. Aber diese Leistung von heute, die Torschancenverwertung ist so schlecht. Ist so schlecht. Verstehe nicht. Also du hast in der ersten Halbzeit 12 Torschüsse gehabt, davon 7 aufs Tor. Da ist nicht mal einer reingegangen. Nicht ein einziger mal reingegangen. Gut, heute hat es wieder ein bisschen Pech gehabt, aber naja, wir gucken mal, was am Samstag passiert. Heute haben wir gewonnen. Hurra, die Bayern, die sind da. Tabellenführer, 1 Punkt vor, was willst du mehr? Und tschüss.
danke, dass ihr bei meiner Show dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.